Professor Dr. Piazzolo das Wort erteilen. Bitte schön. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, warum reden wir heute über das Thema? Erstens natürlich, weil wir morgen Verfassungstag in Bayern haben, 70 Jahre Bayerische Verfassung. Zum Zweiten aber auch, weil die Thematik der Bürgerbeteiligung und des Zusammenhalts von Gesellschaften immer dringlicher wird. Wir haben es vor kurzem gemerkt bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen, welche Stimmungen inzwischen in dem amerikanischen Volk herrschen. Und wir sehen es auch bei uns immer mehr. Ich will Ihnen ein Beispiel auch aus meinem Stimmkreis erzählen, das ich letzte Woche einfach erlebt habe, als ich bei zwei verschiedenen Schulen auch vorgelesen habe. Die erste Schule, eine Mittelschule, 80% Migrationsquote, 12 Nationen in der Klasse. Die 9. Klasse, im letzten Mal nur 2 Schüler von 25 den Quali gemacht. Elternabende funktionieren teilweise nur mit Dolmetscher. Die andere Schule, ein SUV-Autokorso. Die Eltern bringen ihre Schüler per SUV zur Schule. 100% Akademikerquote, zumindest bei einem Elternteil. 70% Übertrittsquote. Und die Eltern machen den Lehrern häufig per Anwalt Druck. Beide Schulen keine 10 Kilometer auseinander. Die Lebenswelten auch hier in München driften immer mehr auseinander, auch das im Freistaat Bayern. Von den ländlichen Räumen will ich jetzt gar nicht sprechen. Die Bindungswirkung in unserer Gesellschaft geht auch in Bayern immer mehr verloren. Und wenn Homogenitätsverluste da sind, dann führt das auch sehr, sehr schnell zu Defiziten bei der Anerkennung eines politischen Systems. Wie sollte man darauf reagieren? Ich glaube, nur wer sich zugehörig fühlt zu einem System, erkennt sich auch gegenseitig an und verabschiedet sich nicht aus diesem System. Insofern, und das ist es, was wir hier auch voranbringen wollen, ist, glaube ich, direkte Demokratie eine der Antworten, die Menschen mitreden lassen auf das, was im Moment auch passiert in Bayern, in Deutschland, mit einer immer größeren Polarisierung. Die Volksbefragung aber, die jetzt in der letzten Woche vom Bayerischen Verfassungsgericht gekippt worden ist, sie war das Gegenteil. Und deshalb ist das Urteil zu Recht erfolgt. Das, was die Staatsregierung mit dieser Volksbefragung vorhatte, hat die Möglichkeit, die Gesellschaft zu spalten. Sie integriert nicht. Übrigens das Gleiche, was auch mit dem Integrationsgesetz passieren wird. Die Grundidee war richtig, die Ausführung falsch. Und wenn ein Verfassungsgericht diesen Ansatz aufhebt, auch mit der Begründung, dass ein Ministerpräsident sich immer mehr Rechte selber zubilligt und das nicht mal in die Verfassung reinschreibt, dann hat diese Volksbefragung nichts mit wirklicher direkter Demokratie zu tun, aber auch gar nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie ist unverbindlich angelegt gewesen. Sie kann nur von der Regierung und der Mehrheit des Landtags initiiert werden. Und sie war unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, weil sie nicht in der Verfassung verankert war. So etwas nenne ich Anscheinsdemokratie. Es gibt den Anschein einer direkten Demokratie, aber keine wahre, echte Demokratie. Im Grunde genommen herrschte beinahe das Prinzip noch mehr Macht dem Ministerpräsidenten und weniger der Bevölkerung. Das ist nicht unser Ansatz der Freien Wähler. Wir wollen wieder die Demokratie auf ihre Wurzeln zurückführen. Und das bedeutet mehr direkte Demokratie. Und deshalb waren wir auch dankbar und fanden es gut, dass das Verfassungsgerichtsurteil, angerufen von SPD und Grünen, diesen Erfolg gezeigt hat. Wir müssen den Bürger ernst nehmen. Und deshalb stimmen wir auch für und sind wir für eine Volksbefragung bzw. Volksabstimmung. Und deshalb waren wir auch die Ersten, die hier einen entsprechenden Entwurf vorgelegt haben. Aber
Das kann nur wirksam funktionieren unter drei Bedingungen. Die erste Bedingung lautet die Verbindlichkeit. Wenn man das Volk befragt, dann muss das Ergebnis auch verbindlich sein. Etwas anderes ist für die Bevölkerung auch nicht vermittelbar. Zum Zweiten muss das Bevölkerung auch ein eigenes Initiativrecht haben, ähnlich wie beim Volksbegehren und dem Volksentscheid. Eine Volksbefragung ohne Initiativrecht der Bevölkerung ist ein Witz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und drittens muss auch ein solches Instrument in der Verfassung verankert werden. Alles zusammen, und das ist auch unser Aufruf heute an die Staatsregierung und die Kollegen der CSU-Fraktion. Denken Sie über dieses Mittel noch mal nach. Gestalten Sie es anders, geben Sie es aber nicht auf. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass es überhaupt in der Schublade verschwindet, dass Sie bis zum Ende der Legislaturperiode gar nichts machen und diese Idee, die vom Grundsatz her mehr die Bevölkerung fragen, vom Grundsatz her gut ist, ganz verschwinden zu lassen. Insofern, wir werden Sie in diesem Thema stellen. Wir werden wieder entsprechende Anträge stellen und Gesetze. Und wir werden Ihnen jetzt schon sagen, werd selber aktiv, macht es besser. Eine Ohrfeige, eine Watschen muss genügen. Diesmal war es das Gericht. Das nächste Mal wird es spätestens 2018 die Bevölkerung sein. Dankeschön. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung für die CSU-Fraktion. Herr Kollege Zellmeier, bitte.